grüße euch zu einer düsteren Gegend. Heute werden wir durch den Flüsterwald gehen und die Musik passt sich schon entsprechend an. Obwohl es eigentlich nur eins von den drei Stücken gibt, das wirklich extrem gruselig klingt. Oder sehr gruselig, extrem ist schon zu viel. Gruselig genug für diese Gegend. Aber ihr seht ja, wie es hier aussieht. Und wenn wir uns nicht von dem Zeug hier fernhalten, dann wird unser Arkanistenfieber schlimmer, also. Wisst ihr Bescheid? Ja, ich habe mir schon mal überlegt, dass wir unten hingehen. Einfach mal so für den Spaß. Und nicht, weil eine gewisse Quest damit zusammenhängt. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung? Ich könnte schwören, diese Spalte schon mal irgendwo erwähnt gehört zu haben. Egal. Wie sieht's eigentlich hiermit aus? Okay, gut. Wir sind voll aufgeladen. Dafür werde ich was? Hey, röchel nicht so viel. Oh, ist dir das nicht gut bekommen? Vielleicht hättest du dich einfach nicht als Bandit durch die Welt schlagen müssen. Eure Fallen sind lächerlich. Na? Hier darf ich mich nicht zu lange aufhalten. Gut, dass wir von dem Zeug haben. Es kommt alles von unserer Ausrüstung natürlich. Die Boni hier. Ich habe mir gerade überlegt. Haben wir eigentlich schon irgendein Meisterbuch? Nee. Hiermit müssen wir erstmal warten. Ach, sowas. Wen haben wir denn hier? Hört mal, Leute. Könnt ihr euch nicht einfach in euer dunkles Loch zurückverkriechen und andere dunkle Löcher in Ruhe lassen? Ah, natürlich. Einfach konstanten Schaden. Ist sicherer bei denen. Zack. Tja, Magier, jetzt bist du auch nur noch ein Haufen Asche. Runen, das ist nicht wertvoll genug. Ja. Bruder, ein Pfund. Ich sitze hier und versuche zu verstehen, ob ich den Inhalt dieses Säckchens als jämmerlich oder verhöhnt verstehen soll. Ein Pfund. Ein Haufen knappen, kappenstaubsüchtiger Bettler könnte mit bloßen Händen mehr aus dem Flüsterwald fördern. Ich hoffe sehr, du hast eine passende Erklärung für diesen Mist parat. Bruder, ich danke dir für die rührende Schilderung deiner familiären Umstände. Leider interessieren sie mich nicht. Was mich interessiert, ist, wie du diese bedauernswerte Situation zu unserem Gunsten zu beheben gedenkst. Denn du weißt genauso gut wie ich, wen der Zorn des Vaters treffen wird, wenn wir nicht liefern.
Ist das Ding irgendwas wert? Davon haben wir noch zwei. Haben wir schon einen gehabt. Jetzt haben wir zwei. Na gut. Schlimm, dass meine Todfeinde unbedingt hier rumgeistern müssen. Ist das ein normaler Bogen? Ja. Ja, das Leuchten wäre stärker, würde ich behaupten. Wenn das ein verzauberter Bogen ist. Ja, wäre. Wäre. Hm. Ach Mann, hier war ich doch eh dran. Ja gut, hier geht's nach oben. Vielleicht ist da noch mehr Gesindel. Noch mehr von dem Zeug. Was bringt dieses Zeug überhaupt? Oder was hier? Achso. Der bringt dir einfach einen Mana-Bonus. Ich verstehe schon. Wisst ihr was, wie wär's, wenn wir mal kurz pennen, bis es wieder hell ist? Hilft doch auch, oder? Wenn man eh schon in so einer Gegend unterwegs ist. Oha. Dumm. Dumm. Hier sind große Wölfe unterwegs. Also wieder essen? Wieder essen. Aber die Musik ist ziemlich schlaff. Die ist zu atmosphärisch. Und nicht gruselig genug. Dieses Leuchten sieht schon fett aus, aber ich fände es besser, wenn sie es auch so türkis gemacht hätten wie die Pilze. Dann würde es besser zusammenpassen. Und es ist nicht so schwer, dies zu ändern. Da muss man einfach nur die Farbe von der Lichttextur, jede selbstleuchtende Textur ist einfach auch nur eine Farbe, die angezeigt wird. Also mehr oder weniger. Eine Farbe mit ein paar Abstufungen, weil natürlich ist es nicht eine massive Farbe. Ich bin sicher. Okay. Ich meine, die sehen schon ziemlich fett aus, aber die sehen auch irgendwie aus wie künstliche Konstrukte mit diesen leuchtenden Punkten. Und dann dieses Violette da. Das sieht aus wie irgendein Kunststoff oder so. Klar, man kann nicht perfekt Sachen darstellen, wenn man nicht mega aufwendig alles gestaltet. Ich meine, die sehen mega geil aus, die Dinger. Richtig cool. Aber die sind halt... Oh je. Oh, hier in der Nähe ist auch unser Ziel. Irgendein Schütze ist wieder unterwegs. Ja, hier sind die Dinger. Ich weiß schon genau. Ich muss sie nicht mal sehen. Ich erinnere mich noch. Aber die hatten früher eine andere Farbe. Die waren ein bisschen anders eingefärbt. Ich finde es schade, dass die nicht mehr haben. Wirklich schade. So sehen die einfach nur wieder aus wie die Falma. Aus, Skyrim. Wo ist der Schütze? Ach. Ach. Wer läuft mir immer nach? Das ist ein kleiner Falmer mit einem Bogen, der nicht aufhören kann zu nerven. Werde ich ihn vom Turm herunterwerfen.
Ja, der ist viel besser. Der Soundtrack, diese Musik gerade. Was sag ich? Schläge, genau. Okay. Zack. Okay. Hier könnte man nochmal speichern. So. So, so. Alles klar. Ist hier noch was zu finden? Ach, keine Ahnung. Ich glaube eigentlich nicht mal dran. Ich habe jetzt nichts gesehen und... Wir haben schon heftigere Regionen und erkundet. Obwohl der Flüsterwald schon nicht... ist schon hart, aber... Golden Forest ist genauso hart. Aber die genaue Hierarchie habe ich nicht hier im Blick. Also ich schätze mal, Nordwindgebirge und Talgard sind die heftigsten. Golden Forest und Flüsterwald und Düstertal sind nochmal auf einer Stufe. Danke, dass du schon von Weitem kommst, dann kann ich dich früher aus dem Weg räumen. Oh, Nebelheim und Dünenheim sind wahrscheinlich auch nochmal ungefähr. Also Dünenheim, sage ich schon. Die Pulverwüste ist, glaube ich, auch noch so heftig wie die stärksten Dinger. Aber bei der Pulverwüste wäre es geiler, wenn es mehr, weniger wie eine normale Wüste wäre und mehr wie so ein Ödland. Wie so ein marsartiges Ödland. Natürlich mit Vegetation, aber irgendwie so einer mutierten, ekligen Vegetation. Das wäre geil. Oh, die Statue von Mara. Oder ist es... Solltest du nicht längst tot sein, du Arsch? Du hast es zu weit getrieben, Vibe. Du hast es zu weit getrieben. Ja, jetzt bist du tot. Ich hätte dich wegrennen lassen, aber... du wolltest halt unbedingt Ärger machen. Auch sehr schlau von denen, hier so ein riesiges Feuer zu zünden, weil man... ja, definitiv nicht sofort erkennt, dass da irgendwelche Leute sein müssen. Oje, was ist hier drin? Ich hätte vielleicht speichern sollen. Hier können ja gleich schon am Anfang welche sein. Okay, was fällt jetzt hier runter? Einfach zersetzt. Okay, ich hab's nicht anders verdient. Ich hätte aufpassen sollen. Ach, diese blöden Gestalten mit ihren Bögen. Nur für später schon mal. Nee, hier führt... Du sagst mir, ich soll brennen? Du Ungetüm. Diese Monster tun so, als müsste man mich säubern. Ja, ihr Wichte, vielleicht kommt ihr mal her. Ja.
hasse das so sehr, wenn Schützen einen so treffen und dann dieses Geräusch. Ja, du hättest einfach aufhören müssen zu nerven, hättest einfach eine andere Berufung finden können, so, dann wärst du jetzt nicht tot. Aber du musstest ja unbedingt Ärger machen, du musst ja unbedingt so tun, als könntest du wie diese harten Kerle hier agieren, nicht wahr? Ab in den Abgrund mit dir. Hättest lieber was anderes machen sollen. Mehr sag ich nicht. Okay. Naja, welches Material das wohl ist. Junge, da ist überhaupt keine Wucht hinter dem Schlag. So. Weg mit diesem Mist. Na, wer will jetzt Ärger? Oh, ein Spooder. Tja. Was haben wir denn noch so? Das war nicht so günstig. Was soll ich damit? Oh. Okay, doch. Ich hab nichts gesagt. Das wäre einfach nur eine normale Kettenrüstung. Oder ein Kettenhauberg. Na, hier waren wir ja vorher angekommen. Ey, wie schlau war es eigentlich, in dieses Licht zu investieren? Ich weiß. Wahnsinnig großartige Erkenntnis, dass man mit Licht einen Raum erhellen kann. Ja, wo ist denn jetzt der Schalter? Für dieses Konstrukt. Na gut, na gut. Dann nehmen wir eben einen anderen Weg wieder zurück. Green Greasy Greases. Two spinning spiders. Silberstahlschwert. Sternlingsstiefel. Feuersalz. Ja, was man für den Geldbeutel nicht alles tut. Tja. Das hier könnte auch wertvoll sein. Set von Selna. Mann, die Rüstung sieht richtig geil aus, ja. Die sieht richtig schick aus. Sehr gutes Design. Ist offensichtlich angelehnt an eine reale Rüstung und trotzdem hat es ein Fantasy-Design. Sehr geil, ich feiere sowas richtig. Ich finde, Fantasy kann dezenter sein manchmal, als es dargestellt wird. Meistens, vor allem hier in Skyrim. Es kann schon ein Stückchen realistischer aussehen. Also es könnte einfach mal so aussehen, als ob die Rüstungen mehr funktionieren würden, als sie wirklich... als sie normalerweise tun in solchen Spielen. Weil es einfach... Ich mag es, wenn... wenn die Optik unterstützt ist durch ein bisschen Realismus. Das wertet die Optik immer ein Stückchen auf. Das macht es ein bisschen glaubhafter natürlich auch. Ist ja klar. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich das gut finde. Aber die Realität hat ziemlich interessante Designs hervorgebracht. Wirklich.
Ich meine, so den normalen Kram, in Anführungsstrichen, normal. Weil... Der ist ja nicht langweilig, nur weil er... Gut, da würde nochmal eine andere philosophische Debatte anfangen. Lassen wir es lieber. Aber es gibt genug historische Rüstungen und genug historische Ausrüstung, die sich großartig machen würde, wenn man sie ein bisschen umwandelt. Oder ein bisschen sehr umwandelt. Hauptsache, die Proportionen sehen dann wieder aus wie... Wisst ihr, wenn es dann alles so fett ist und überladen, dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Und dann sieht es auch häufig nicht so gut aus. Ja, so wie Leute sagen, die besten Künstler imitieren die Natur, muss ich sagen, ja, das ist wahr. Die besten Künstler imitieren die Realität noch dazu. Die besten Designer imitieren die Realität. Boah, du hast viel zu viel getroffen, du Misty. Viel zu viel. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein Bett finden. Naja. Okay, na schön. Wir finden ja so viel zu fressen hier immer. Das ist nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen was von verbrauchen. Aber wir sollen ja den Schlüssel holen. Oh, wenn wir dem Weg folgen, kommen wir auch tatsächlich langsam aber sicher dort an. Und wir? Da können wir mal kurz gucken. Keine Gegend, um einfach mal so umherzulaufen. Das wäre auch nochmal geil, wenn man in in Gothic 2 das Minental noch ein bisschen, also klar, so eine Dichte war jetzt nicht möglich, aber nochmal mehr Stellen, wo es so bewaldet ist mit so einem verdorbenen, düsteren Wald. Aber die haben es schon sehr gut gemacht, klar. Ich sag nur, wie ich es noch verbessern will. Okay. Wir sehen die cool aus, diese Eiersäcke. Cool. Das ist ein dummes Wort eigentlich. Also wenn man es nicht benutzt, um kühl auszudrücken, meine ich jetzt. Wenn man den Zustand von, den Temperaturzustand von gewissen Dingen beschreibt, dann ist das was anderes. Aber so... Genau wie okay, auch so dumm. Warum kann man nicht sagen, in Ordnung, alles klar. Alles klar ist doch so normal. So verständlich. Wie geil diese Gegend schon wieder aussieht. Einfach mal gucken, was hier noch so ist. Wir müssen aber auch ein bisschen aufpassen, weil hier in dieser Gegend passieren ein paar gruselige Dinge. Soweit ich mich erinnere. Zisch. Was haben wir hier gefunden? Dunstwasserschlund. Diese Namen hören sich alle an, als hätte ich die schon mal gelesen. Und ich meine nicht im letzten Playthrough, sondern vor einem Tag oder zwei. Kommt man nicht rein. Wie gewieft ihr doch seid. Und hier hoch kommt man auch nicht, sonst hätte ich gerne mal gesehen. Ah ja, okay. Krass. Ist also wirklich komplett verbarrikadiert. Nicht zugänglich. Der Geschmack des Brotes. Das da ist doch ein Vieh. Nee, das ist einfach nur... So. Einer weniger. Zwei weniger. Wir sind schon ziemlich stark jetzt, also das ist schon krass. Einfach nur, dass das Ding nicht aufgehoben wird. Okay, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ich sollte mich vielleicht von den leuchtenden Kristallen fernhalten. Ah ja.
weiteres Zeichen. Noch mehr Tragelast. Fragt man sich, warum man noch Ausdauer lernen sollte in diesem Spiel. Ja. Na, dann gehen wir mal weiter. Bist du der Anführer von diesem Haufen? Oh. Der ist schon ein Haufen Asche. Oh, nicht mal ein Haufen Asche. Tatsächlich ist der intakter als die meisten Gegner. Ja. Was haben wir hier mit Acker-Doppelbock? Ja, Bockbier ist auch nicht schlecht. Okay. Wir haben natürlich wieder nichts dabei. Wie ich mir schon gedacht habe. Zack. Da drüben. Das sieht schon schlecht, nicht schlecht aus, die Stelle. Okay, drei auf einmal. Boah, die sterben ja wie die Fliegen. Aber das Sounddesign von Skyrim hat immer so einen sehr dünnen Klang. Hört ihr das? Da ist kaum Mitte oder Bass dabei. Das ist schon was anderes als Gothic zum Beispiel. Wo, oder Risen. Obwohl Risen hat auch ein dünneres Design vom Klang her. Also nicht, ist jetzt nicht wertend, ist einfach nur tatsächlich versuchen zu erklären. Zehnders Fäuste. Ah, das, die Ausrüstung sieht schon sehr geil aus. Da kann man echt nicht meckern. Die sieht schon sehr geil aus. Ja, aber, passt halt nicht zu unserem Charakter. Ist auch nicht so schlimm. Ja, was geht hier noch, ist die Frage. Nichts mehr. Ja, und von den Pilzen müssen wir höchstwahrscheinlich Abstand halten. Na gut. Ja, geil. Aber zu undefiniert. Es ist zu sehr einfach nur wie so ein weißes Licht. Trotzdem, ansonsten sehr gut. Ich stehe auf sowas. Wenn so irgendwie ein Riss ist. Einfach, ich glaube, viele Leute stehen darauf. Was heißt, ich stehe darauf? Ich denke, die meisten Leute stehen drauf, wenn sie immer noch so einen Blick zur Oberfläche kriegen. Durch irgendeinen Spalt. Der Kontrast, der dadurch entsteht, ist einfach sehr schick anzusehen. Auch eine Verbesserung zu Oblivion, wo nicht ständig so eine Tür da sein muss, damit man einen Trigger hat, um den Levelwechsel zu erzeugen. Auf die Art zu erzeugen. Hier geht's ja anders. Kannst ja auch einfach durch Nähe erzeugen. Krass. Hier ist schon, ne? Hier ist schon die Grenze. Wie sind wir schon bei Nebelheim in der Nähe? Okay, dann gucken wir uns hier noch schnell um. Ja, die Mistviecher schon wieder. Und ziemlich viele von denen. Da muss man sich halt überlegen. Aber die Art von Architektur, die sie hier gewählt haben, ist auch sehr geil. Ich meine, das ist ja die Einsamkeitsarchitektur, glaube ich. Also von der Stadt Einsamkeit aus Skyrim. Nicht irgendeine einsame Architektur. Versteht mich nicht falsch. Boah, der Nebel hier ist... Ah, es sieht auch sehr glasklar aus. Passt mir überhaupt nicht zum Wetter in echt. Ah, hat noch einen Treffer gelandet, der Mistkerl. Geht's euch eigentlich auch so, dass wenn ihr im Sommer irgendwie ein Spiel spielt, was hier so in so kalten Regionen im Winter ist, dass euch dann
nochmal extra warm wird, also im negativen Sinne. Nicht, dass es einem die Kälte wegwärmt, sondern dass es einem so, dass es zu dick wirkt, zu dicht. Ich kann es einfach nicht besser beschreiben. Okay, okay. Dann verballern wir halt nochmal eine von denen. Gut. Ja, hier kann man nicht pennen in irgendeiner Form. Voll das deprimierende Spiel eigentlich, wenn man es überlegt. Ich meine, ich bin immun gegen den Scheiß, aber ich kann mir schon vorstellen, ich kann mich erinnern, wie mein altes Ich definitiv dadurch Unterstützung in diesem Gefühl bekommen hat. Ach, Banditen schon wieder. Nee. Untote. Ich hab halt Fleisch gesehen und wenig Knochen und so. Der hat aber viel ausgehalten. Da ist er. Ja, ich meine an sich, Flüsterwald, das klingt schon heftig so als Ort. Das kann auch richtig dumm klingen, aber wenn die eigene Fantasie existiert und in eine bestimmte Richtung geht, dann klingt es heftig. Was rennst du denn so rum, Wolf? Hey! Alles klar? Na gut. Schreitet wohl! Wohin soll's... Sicher doch! Wohin soll ich euch bringen? Nach Haag! Da werden wir dann nämlich unseren Kram noch schnell verscherbeln. Ach man, schon wieder 18 Uhr. Um 8 ist dann wieder so theoretisch angesagt, ins Bett zu gehen. Naja, kommt drauf an, für was man ins Bett geht und zu was man so aufwacht. Wenn man auch ins Bett geht, zu wissen, okay, morgen muss ich wieder ackern und so. Aber nicht an was Coolem, sondern einfach nur, weil man es halt muss. Und jetzt habe ich schon wieder cool gesagt. Schande über mein Haupt. Aber immer doch. Okay. Schreitet. Lichtmagie. Aber immer doch. So. Geselle. Ja, und wir können jetzt langsam anfangen, die Meisterbücher zu kaufen. Schreitet wohl. Okay. Ach, jetzt verlieren wir bald richtig an Geld, weil... Diese Meisterbücher sind halt echt brutal teuer. Man kriegt nicht sehr viele von denen. Wenn die doch nur wenigstens mehr pro Tag verkaufen würden. Obst, frisches. Nee, hier, das wollte ich sehen. Lernpunkte. 17 immer noch. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Sehr gut, Mann. Her damit.
Reitet. Ja, und hier machen wir jetzt Schluss, weil ich muss euch das jetzt nicht antun mit dem ganzen Hin und Her verkaufen. Macht's gut, Leute.